I don't need a doctor. I don't need a pill. Any other treatment, babe, would hardly make me ill. I need my therapy. I need my therapy. I need my therapy. Oh, give it to me. Oh, give it to me. Oh, give it to me. I don't need a nurse. Anything they give me, babe, will hardly make me worse. I need my therapy. I need my therapy. I need my therapy. Oh, give it to me. Oh, give it to me. Oh, give it to me. Zusammen. Heute möchte ich euch einen weiteren wichtigen Rockabilly-Musiker vorstellen, sowie die ultimative Edition dazu. Und zwar handelt es sich dabei um diese Bear Family 9-CD-Box, Johnny Burnett, The Train Kept a Rollin' from Memphis to Hollywood. Die kompletten Aufnahmen von 1955 bis 1964. Der Mann hat gar nicht länger gelebt, da gibt es gar nicht mehr. 1964 ist er bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen. Wir schauen uns diese Box an. John Joseph Burnett wurde am 25. März 1934 in Memphis, Tennessee, geboren. Er verstarb am 14. August 1964 in Clear Lake in Kalifornien. War zwei Jahre jünger als sein ebenfalls bekannter Bruder Dorsey Burnett. Dorsey Burnett wurde am 28. Dezember 1932 ebenfalls in Memphis geboren und verstarb am 19. August 1979 in Canoga Park, Kalifornien. Die beiden zusammen bildeten quasi die Burnett Brothers. Sie schrieben zusammen Songs, sie nahmen zusammen Lieder auf, zusammen mit dem Gitarristen Paul Burleson, welcher am 4. Februar 1929 in Brownsville, Tennessee geboren wurde, bildeten sie das bekannte Rock'n'Roll Rockabilly Trio. Your baby blue eyes and your promising lies have got me in a mess. Why don't you keep a ride and quit trying to fight every time you get distressed? Sein Familienname Burnett schrieb sich eigentlich ohne E. Das wurde ihm aus Versehen von der Plattenfirma angehängt. Dorsey Senior, der Vater, und Willie Mae Burnett stammten aus Birmingham, Alabama. In Memphis betrieben sie ein kleines Business mit Sandwichverkauf und lebten am Nordende von Memphis in einem kleinen, selbstgebauten Haus. 1939 bekamen Dorsey und Johnny von ihrem Vater, Dorsey Senior, zwei Gitarren geschenkt. Anfänglich begeisterten sie sich allerdings mehr für Sport. Insbesondere das Boxen hatte Dorsey es angetan. Dorsey nahm zwischenzeitlich an den Golden Gloves Meisterschaftsspielen 1946 und 1947 teil. Dort knüpfte er auch einen Kontakt mit Elvis späterem Kollegen Red West. Anfangs der 50er Jahre erwachte dann ihr Interesse an der Musik. Die Burnetts lebten nun in der Park Avenue in Memphis, in direkter Nachbarschaft zur späteren Harmonika-Blues-Legende Charlie Musselwhite. Bei einigen frühen Gigs der Burnett Brothers spielte Scotty Moore Gitarre. Zu jener Zeit wurden Johnny und Dorsey Burnett regelmäßig in Schlägereien verwickelt, wodurch ihre Auftrittsmöglichkeiten eingeschränkt wurden, da sie an bestimmten Orten
einfach nicht mehr spielen durften. 1951 stieß der Gitarrist und ehemalige Boxer Paul Burleson dazu. Er kannte Dorsey vom Boxen und die drei traten als der Burnett Rhythm Rangers im Süden der USA auf. Dorsey und Paul Burleson arbeiteten zeitweise tagsüber bei der Crown Electric Company. Burnett absolvierte die Catholic High School und zeigte großes Interesse am Sport. Johnny Burnett arbeitete tagsüber als Elektriker bei der Crown Electric Company. In derselben Firma arbeitete auch der junge Elvis Presley. Mit seinem Bruder arbeitete er danach auf den Schleppkränen auf dem Mississippi. Nebenbei hatten die beiden Brüder zusammen in Burleson, Al Vescovo und Tommy Seeley eine Band, die Burnett Rhythm Rangers. Al Vescovo und Tommy Seeley spielten dabei Fiddeln. Also es war jener so eine Hillbilly-Band offenbar. Gesponsert durch Eddie Bonds Vater. Eddie Bond war ein weiterer bekannter Rockabilly-Künstler, konnte die Band 1955 bei One Records ihre erste Platte aufnehmen. Bei beiden Songs You're Undecided und Go Mule Go wurden im Studio des Radiosenders WBIP im November 1955 in Corinth aufgenommen. This waking up, this breaking up has got to be your game. Now someday, dear, the tide will turn and I will do the same. You're undecided, what you gonna do? You're undecided, what you gonna do? Kurz danach spielten Johnny und Dorsey Burnett bei den Sun Records in Memphis vor. Sam Phillips zeigte jedoch kein Interesse an ihnen. Anfang 1956 gründete Johnny Burnett mit Dorsey am Bass und Paul Burleson an der Gitarre das berühmte Rock'n'Roll Trio und reiste mit ihnen nach New York City in der Hoffnung, dort Karriere zu machen. Nachdem die Gruppe in der Ted Mack Original Talent Hour aufgetreten war, gewannen sie bei Coral Records einen Plattenvertrag. Ihr Manager wurde Henry Jerome und ihre erste Session fand im Mai 1956 mit Eddie Gray als Schlagzeuger statt. Eingespielt wurden unter anderem Tear It Up und Oh Baby Baby. Oh Baby 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 Baby, 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 oh, come back, baby, I wanna make love to you. You told me that you loved me, and always would be true. But now you've gone and left me, baby, and made me oh so blue. Oh, baby, come back, baby, come. Oh, come back, baby, come. Oh, come back, baby, I wanna make love to you. Bei diesen Aufnahmen spielte die Gruppe noch einen anderen Sound. In den nachfolgenden Sessions wurde die Band von Ferris Kersey am Schlagzeug unterstützt. Dabei kamen vor allem Burnetts abgehackte Gesangsart sowie das Gitarrenspiel von Paul Burleson zum Vorschein, was einen aggressiven Klang erzeugte. Bestes Beispiel dafür ist der bekannte Titel The Train Kept a Rollin'. Dem Grady Martin als zusätzlicher Gitarrist anwesend war. Es kamen so ungefähr an dieser Session 21 Titel zusammen, von denen die meisten jedoch erst später auf Long LP veröffentlicht wurden. Unter anderem das bekannte All By Myself. Fats Domino. You fine little girl, you know it too. Don't you know I'm in love with you all by myself?
by myself. I don't want no one to love you, I wanna love you all by myself. Oder das unveröffentlichte, dazumals von Wayne Walker geschriebene Sweet Love on My Mind. Der Titel war eigentlich für das Duo Jimmy and Johnny geschrieben worden, welche den Song im selben Jahr auch aufnahmen. Well, I'm a man that's got nothing but sweet love on my mind. If you're really gonna leave me, let me love you just one more time. Well, you know I love you, baby. I need your loving, baby. Baby, give me some sweet love right this minute. Are you gonna make me mad? I'm a man that's got nothing but sweet love on my mind. Da sich die Platten nicht gut verkauften, trat das Trio unter anderem im Kinofilm Rock 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 auf. Was ein Glücksfall ist, da wir heute dank diesem Auftritt in diesem Film Filmaufnahmen von dem Trio besitzen. Das ist ziemlich das Einzige, was es so vor allem in guter Qualität gibt. Und ja, es ist schade, gibt es da nicht mehr aus dieser Zeit, aus dieser Epoche, aus der Anfangsphase, weil ja, das war schon etwas Spezielles. Am 9. September 1956 traten die drei dann auch in der Ed Sullivan Show auf und unternahmen eine Tournee mit Carl Perkins und Gene Vincent, was jedoch nichts half, denn die Platten blieben nur im Großraum New York Hits. 1956 nahm Dorsey mit Jack Clement bei Sun ein Demo Let's Fall in Love auf. Das die Grundlage lieferte für Bob Blumens Version, die dieser am 28. März 1957 aufnahm, unter dem Titel Whenever You're Ready. Im Herbst 1956 trennte sich daher das Rock'n'Roll Trio. Johnny Burnett zog zusammen mit seinem Bruder nach Kalifornien. Paul Burleson blieb in Memphis. Nachdem sich der Erfolg mit den Rockabilly-Aufnahmen aus New York nicht einstellen wollte, schrieben Johnny und Dorsey Burnett insbesondere Songs für andere Künstler. So stammen zum Beispiel die Rock'n'Roll-Klassiker von Ricky Nelson, Waiting in School und Believe What You Say aus der Feder von Johnny und Dorsey Burnett. Von Waiting in School gibt es ein Demo, das am 18. November und 15. Februar 1958 aufgenommen wurde. Von Believe What You Say gibt es ebenfalls ein Demoband vom 17. Februar 1958. Dort singt Dorsey Burnett die Lied. I believe in what you say when you say you're going steady with nobody else but me. I believe in what you say when you say you don't kiss nobody else but me. I believe, yeah, believe, I believe, do believe, pretty baby, believe you're going steady with nobody else but me. Johnny Burnett nahm dann eine Single auf mit in Begleitung des Gitarristen Joe Mathis, und zwar war das Warm Love My Honey. Mm-hmm.
Allerdings ebenfalls wieder erfolglos. Dossie Burnett schrieb It's Late für Ricky Nelson und One of These Mornings ebenfalls für Ricky Nelson. Diese wurden aufgenommen in der Session am 21. Oktober 1958. Der Gitarrist von Ricky Nelson bei diesen Sessions war niemand anderes als James Burton, welcher später ja dann zu Elvis überwechselte. Johnny Burnett schrieb die Titel Just a Little Too Much, Don't Leave Me, I've Been Thinking, die alle im Jahr 1959 zwischen April und Juni 1959 durch Ricky Nelson aufgenommen worden. Dorsey trug You're So Fine und A Long Vacation bei, die ebenfalls im Juni 1959 aufgenommen wurden, sowie Hey Pretty Baby und My One Desire, die im Oktober 1959 aufgenommen wurden durch Ricky Nelson. I wanna walk with you, talk with you all about love. Cause there's no greater time than the night when I get you under the stars above. Put your lips to mine with your kiss of fire. Oh yeah. Just to be with you, baby, tonight is my one desire. Aus dem Erlös der Nelson-Aufnahmen erwarben sich Dorsey und Johnny neue Häuser. Die Burnett-Brüder waren allerdings nur als Songwriter einfach nicht richtig zufrieden. Dorsey schaffte 1959 seinen eigenen Durchbruch mit Tall Oak Tree. There was a tall oak tree that loved the babbling brook. And the babbling brook loved the mountain high. And the mountain high loved the sky above. The Creator looked down and saw everything was love, love, love. Johnny und Dorsey Burnett veröffentlichten als Burnett Brothers einige Instrumentalstücke. Wechselte danach zu Liberty Records. Dort konnte er mit seiner dritten Single Dreamin' 1960 den Durchbruch erreichen und wurde ein internationaler Popstar. Der Sound hatte sich allerdings da bereits auch stark verändert. Von den ursprünglichen wilden Rockabilly-Nummern ist bei Dreamin' nichts mehr zu hören. Wir haben es hier mit einer seichten Popnummer, mit Streicherarrangement und einer gängigen Melodie, ganz nett, zu tun. Das war der Preis, the price of the fame, wenn man so will, oder? Dreaming, I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone to love me. Someone who needs me, but until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming, till my dreaming comes true. Er kam da ein bisschen in das gleiche Fahrwasser wie Elvis. Also man sieht, das ist immer wieder, wäre wahrscheinlich bei den anderen Rock'n'Rollern auch passiert. Sobald die Industrie die Kontrolle über die Musik wieder übernehmen konnte,
tat sie dies auch. Wie bereits erwähnt, schaffte Streaming in den US-Charts auf Platz 11 und war eine Nummer 5 Erfolg in Großbritannien. Zu den besonders prägnanten Stücken von Johnny Burnett mit dem Rock'n'Roll Trio gehören sicher der Rockabilly Boogie, das ist eines der bekanntesten. Aber da gibt es auch ein sehr starkes Cover von Please Don't Leave Me. Das ist ebenfalls von ein Fats Domino Stück. Eigentlich eine Coverversion eines R&B-Titels von Teenie Bradshaw. Off the train, I met a real dame. She was a hipster and a gone dame. She was pretty from New York City. And she trucked on down the old fair lane with a heave and a ho. And I just couldn't let her go. So get along, sweet little woman, get along. Hat das zuerst aufgenommen oder was auch ganz gewaltig ist, ist diese Johnny Burnetts Version von Honey Hush. Welcome in this house, stop all that yakety yak. Come on in this house, stop all that yakety yak. Cause you're sugar daddy, don't talk it back. Oh, well, you can keep on talking about this and that. I got the news for you, ain't nothing but an alley cat. Dessen Original stammt von Joe Turner. On this carpeted house, come on, that yakety yak. Come in, you woman, come on, that yakety yak. Don't make me nervous, cause I'm a holding a baseball bat. Das sind einfach so, das sind so die markante Songtitel, die dann auch wirklich in die heute zum klassischen Rockabilly-Genre einfach dazugehören. Die muss man quasi kennen. Nachdem Johnny Burnett zu Liberty Records gewechselt hatte, produzierte Snuff Garrett seine Songs. Dieser setzte auf Streicher, die den Part der Leadgitarre spielten. Der Veteran Ernie Freeman schrieb die Arrangements dazu. Nach Dreamin' folgten weitere Hits wie You're 16. Come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls, oh what a girl, eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful and you're mine.
you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oder Little Boy Sad. Mit seinen Titeln hatte er nun nicht nur in den USA, sondern auch in Europa Erfolg. Dieser war ein Platz 8 in den amerikanischen Charts, eine Nummer 3 in Großbritannien. 1973 coverte Ringo Starr, der ehemalige Beatles, diesen Song und brachte seine Version von You're 16, wobei ich diese Meilen schlechter finde als die von Johnny Burnett, in England auf einen Platz 4. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. In Australien auf einem Platz 6. Es war eine Nummer 10 Erfolg in Belgien, ein Nummer 2 Erfolg in Kanada, Nummer 19 in Deutschland und 74 in Japan, Platz 6 in Holland und Norwegen, eine Nummer 1 in USA und ebenfalls eine Nummer 1 in Neuseeland. Offenbar hat da der berühmte Name etwas mitgeholfen. 1961 hatte Johnny Burnett noch einmal 3 Hits. Little Boy Sad. You've been lying, being untrue. Now they call me Little Boy Blue. Someday, baby, you're gonna find me. War in England ein Platz 12, schaffte es in Amerika auf Platz 17. Dann gab es Big Big World, das wurde nur in den USA auf einem Platz 58 registriert. Und Got Country and My Baby war in den USA ein Platz 18. Am 18. August 1961 schaffte es Johnny Burnett mit Girls noch einmal für 5 Wochen in die englischen Charts, konnte sich dort 37 als Peak verbuchen. Got Country and My Baby wurde am 20. November 1961 auf Platz 18 in den US-Charts registriert und war dort 9 Wochen vertreten. Girls, girls, pretty little girls, oh what they do to me, with their ponytails and their short, short skirts, just above the knee. A big one, small one, short and tall, they all have something new. There's so many girls and so little time, I don't know what I'm gonna do. Johnny Burnett ging dann aufgrund der Erfolge seiner Singles, organisierte man dann eine Tournee nach England, die am 21. April bis am 13. Mai 1962 stattfand. Am 23. Mai 1962 hatte Johnny Burnett dann seine letzte Chartplatzierung, wenn man so will, und zwar nur noch in England, wo er mit Clown Shoes für 3 Wochen und auf Platz 35 erreichen konnte. I bought this specially for all your friends to see. Open it up, go ahead. Oh, that's almost swell, I said. I kissed her on the cheek. To read the note with it.
And so I took them out. Clown shoes, oh, what's it all about? Das erste Soloalbum von Johnny Burnett nannte sich aufgrund des vorangegangenen Single-Erfolges Dreamin' und wurde in der Session vom 9. Juli 1959 bis ins Frühjahr 1960 aufgenommen, enthielt die Songs, die in diesen Sessions dort aufgenommen wurden. Das erste Soloalbum von Johnny Burnett erschien 1960. Sein zweites Soloalbum, das mit dem einfachen Namen Johnny Burnett, erschien 1961 und enthielt die Aufnahmen, vom 30. November bis zum 1. Dezember 1960 entstanden waren. Es gab darauf zwei Ausreißer, nämlich Dreamin' wurde noch einmal darauf veröffentlicht und You're 16, der zweite Erfolg von Johnny Burnett, wurde ebenfalls darauf gepresst. Das dritte Soloalbum von Johnny Burnett nannte sich Johnny Burnett Sings, erschien ebenfalls 1961. Und enthielt Aufnahmen, die in den Sessions vom 28. November 1960 und dem März 1961 entstanden waren. Sein viertes Soloalbum erschien dann erst 1962 als Roses Are Red. Die Songs, die darauf enthalten sind, entstanden alle zwischen dem Mai 1961 bis 26. März 1962. Darauf ist auch seine letzte Hitsingle Clown Shoes, die er am 16. Dezember 1961 aufgenommen hatte, ist dort enthalten. 1962 kam dann die letzte Johnny Burnett Solo-Platte, die während seiner Lebzeit erschien, auf den Markt. Und zwar nannte sich diese Johnny Burnett Hits and Other Favorites. Wie es der Titel sagt, gab es da wieder die bekannten Hits. Dreamin', You're 16, Little Boy Sad war da drauf. Im Grundsatz waren aber vor allem die Sessionaufnahmen von Februar bis Dezember 1961 darauf enthalten. Von den fünf Soloalben konnte sich praktisch keines davon in den Charts behaupten. Bei den Sessions vom 25. Juni, 29. August und 27. September 1962 war dann nicht mehr Snuff Garrett der Produzent der Aufnahmen, sondern diese wurden durch Jimmy Bowen neu produziert, jedoch ohne dass daraus ein maßgeblicher Erfolg resultierte. Im Sommer 1964 veröffentlichte Johnny Burnett bei seinem eigenen Label Magic Lamp, Bigger Man und Less Than a Heartbeat. The river flows to bathe the sea, a bigger man than you and me, made the moon and stars above, he sent you here for me to love. A bigger man than you and me. Er gründete seine eigene Publishing Company, Johnny Burnett Music, und sein eigenes Label Sahara Records, das allerdings dann in Magic Lamp umbenannt werden musste, aus rechtlichen Gründen, da der Name Sahara Records offenbar schon geschützt war. Johnny Burnetts Karriere fand leider ein frühes Ende, als am 14. August 1964 bei einem Bootsunfall im Alter von nur 30 Jahren ums Leben kam. Johnny Burnett wurde posthum in Anerkennung seiner Leistungen um die Rockabilly-Musik in die Rockabilly Hall of Fame aufgenommen. Er hinterließ seine Witwe Thurley Burnett mit zwei Kindern. Sein Bruder Dorsey versuchte da ein bisschen zu helfen. Der Vater Dorsey Senior war bereits 1963 verstorben. Er bekam diese Tragödie in diesem Sinne also nicht mehr mit. Thurley und Willie May eröffneten schließlich zusammen ein Restaurant in Burbank, Kalifornien.
durch die Songs, die Johnny Burnett für Ricky Nelson geschrieben hatte, kamen zwar immer wieder ein wenig Einnahmen herein, diese reichten allerdings nicht wirklich aus, um davon zu leben, weshalb Thurley dann zwischenzeitlich für eine Zeitung und für eine Firma für Poolheizungen arbeitete. Der berühmte Country-Sänger Glen Campbell war ein Freund der Familie und war auch als Sargträger bei Johnnys Beerdigung dabei. Dieser wurde quasi der Ersatzvater der Kids. Nachdem Glen Campbell ab 1967 sehr erfolgreich mit einer eigenen TV-Show wurde und seine Sekretärin ihm gekündigt hatte, engagierte er Thurley Burnett und sie arbeitete 30 Jahre lang ab 1968 für Glen Campbell. Dieser nahm übrigens Hey Little One aus der Feder von Johnny Burnett auf und erreichte damit Platz 13 der US Country Charts. Hey. In den US-Pop-Charts reichte es auf einen Platz 54, in der Adult Contemporary Charts auf einen Platz 20 und in Kanada konnte er mit Little One einen Platz 2 verbuchen. Nach dem Erdbeben im San Fernando Valley, Kalifornien, zogen Thurley und die Kinder sowie Willie Mae Burnett nach Las Vegas. Willie Mae, die Mutter von Johnny Burnett, verstarb im Jahr 1979, wenige Monate bevor Rocky Burnett, der einte Sohn von Johnny Burnett, die Charts mit Tired of Towing the Line stürmte. Dieser konnte mit diesem Song in den US-Popcharts einen Platz 8 verbuchen. In Australien schaffte es Tired of Towing the Line auf Platz 1, in Südafrika war es ein Platz 3 und ein Platz 58 in Großbritannien. Rocky Burnett arbeitete 23 Jahre lang mit Paul Burleson zusammen und wählte England zu seiner neuen Heimat. Rocky Burnett wurde am 12. Juni 1953 in Memphis, Tennessee geboren. Er wurde bekannt durch dieses Lied Tired of Towing the Line, mit dem er 1980 in den deutschen Singlecharts auf Platz 44 und den US-Single Platz 8 erreichte. Durch diesen Erfolg in den USA gehört er mit seinem Vater Johnny Burnett zu einem kleinen Kreis von Eltern und Kindern, denen es jeweils gelang, sich in den Top Ten zu platzieren, wie zum Beispiel auch Frank und Nancy Sinatra. Und Rocky Burnett ist eines dieser One-Hit-Wonder der 80er Jahre. Dieser Erfolgssong war eine Single-Auskopplung aus seinem Debütalbum Son of Rock'n'Roll, das 1979 erschien, das von seiner Plattenfirma EMI America Records veröffentlicht wurde. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten von EMI nach dem beachtlichen Anfangserfolg Burnetts kam es zu Vermarktungsproblemen. Sein zweites Album Heartstopper 1980 wurde schließlich von EMI nicht mehr veröffentlicht, sondern an die RCA verkauft. Die RCA allerdings vermarktete Burnetts Album nicht selbst, sondern ließ es unter dem kleinen Plattenlabel The Goods Records erschienen. Aufgrund der nun erneut fehlenden professionellen Publicity und Werbung für das Album Heartstopper sowie der nachfolgenden Single des gleichnamigen Songs blieben diese Neuerscheinungen weitgehend unbekannt.
1981 schloss sich Rocky Burnett mit ehemaligen Mitgliedern der legendären Gruppe Rock'n'Roll Trio, auch Johnny Burnett Trio, seines früh verstorbenen Vaters zusammen. Mit ihnen verwirklichte er bei kleinen amerikanischen Plattenfirma Enigma sein nächstes Album Get Hot or Go Home 1981, auf dem er unter anderem frühe Erfolgstitel des Rock'n'Roll Trios und einen Top-10-Hit seines Vaters Your 16 sang. 1981 begann Rocky Burnett sich mehr auf den europäischen Markt zu konzentrieren und mit dem ehemaligen Rock'n'Roll-Trio Gründungsmitglied und Gitarristen Paul Burleson, dem Bassisten Johnny Black, der Bruder von Elvis-Bassisten Bill Black, und dem Schlagzeuger Tony Austin, das ist ein Cousin von Carl Perkins, durch zahlreiche Länder Europas zu touren. 1996 brachte Rocky Burnett sein Album Tear It Up bei der Plattenfirma Core Records heraus, die unmittelbar nach dem Verkaufsstart Konkurs anmeldete. 2002 schließlich erschien ein weiteres Album mit dem Titel Hip Shaking Baby, A Tribute to Johnny and Dorsey Burnett bei Rockstar. Sein Cousin ist Billy Burnett, Sohn von Dorsey und ehemaliges Mitglied der Musikgruppe Fleetwood Mac. Tide of Toe in the Line wurde von Ricky Nelson ja dann aufgenommen und später coverte auch Shakin' Stevens diesen Song von Rocky Burnett. Ich hatte das Vergnügen, Rocky Burnett Mitte der 90er Jahre live zu sehen in Munderkingen, das war ein Rock'n'Roll-Club, gab es dort, den Live-Club. Lustig an dieser Geschichte ist, dass ich dazumals einen Freund hatte, der selbst Musiker war, und dieser wollte unbedingt hinter die Bühne. Mir war das beinahe ein bisschen peinlich, aber auf jeden Fall hat er mich mitgeschleift und wir sind dann zusammen in der Garderobe gesessen und konnten mit Rocky Burnett Bier trinken und haben dummes Zeugs geplaudert und uns amüsiert. Das Problem war, wir konnten ja nicht wirklich gut Englisch und Rocky Burnett sprach logischerweise kein Deutsch oder kaum Deutsch, außer ich glaube ein paar Fluchwörter, die konnte. Und so haben wir uns aber eigentlich, war es ein gemütlicher und lustiger Abend dann. Dorsey Burnett veröffentlichte 1979 zusammen mit Jimmy Bowen eine Platte und starb kurz nach dem Erscheinen der Single an einem Herzinfarkt. Er wurde posthum in die Rockabilly Hall of Fame aufgenommen. Paul Burleson wuchs in Memphis auf. Von seinem Schwager lernte Paul Burleson Gitarre zu spielen und hielt sich in seiner Jugend oft an der Beale Street auf in Memphis, die bekannt für ihre Rhythm and Blues Clubs war. Nachdem er selbst eine elektrische Gitarre gebaut hatte, begann er mit Shelby Fallon auf dem Sender KWEM in West Memphis, Arkansas, aufzutreten. Zudem spielte er anfangs der 50er Jahre zusammen mit Smokey Joe Buff und Howlin' Wolf. Wolfs Band konnte er jedoch nicht beitreten, da er weiß war. Stattdessen fand er in den Sneerly Ranch Boys für kurze Zeit musikalische Partner. Paul Burleson startete kurz danach eine Karriere als Boxer. Während der Golden Globes 1959 lernte er Dorsey Burnett kennen, der die gleichen Musikinteressen hatte. Nachdem keine der Singles erfolgreich war, kehrte Paul Burleson anfangs 1957 nach Memphis zurück, wo er sein eigenes Unternehmen und eine Familie aufbauen sollte. Für die nächsten 20 Jahre zog er sich aus dem Musikgeschäft zurück. Erst 1980 gründete er sein eigenes Plattenlabel, wo er zusammen mit anderen Rockabilly-Künstlern ein Tribute-Album an Johnny und Dorsey Burnett aufnahm. 1986 wurde Burleson Mitglied der Sun Rhythm Section, einer Band bestehend aus ehemaligen Sun-Künstlern. 1997 veröffentlichte Paul Burleson sein erstes Album mit dem Titel The Train Kept Rolling. Paul Burleson starb 2003 an den Folgen von Krebs in Horn Lake, Tennessee. Lonesome train, I'm gonna love what's on the track. My girls don't love me, and that's a fact. No use in living, no use in dying. Baby,
wir uns nun die CD-Box an. So, hier hat es als erstes ein Buch im LP-Format ist hier drin enthalten. In der Box selbst gibt es, wie wir hier sehen, 5 CD-Trays, 4x2, 4 Doppel-CDs und eine Einzel-CD. Hier die Rückseite der Box, gibt es noch einige Informationen und 1-2 Bilder des Rock'n'Roll Rockabilly Trios. Die Box stammt aus dem Jahr 2003. Ein interessanter Hinweis bei Bear Family: eine Zeit lang war immer dieser Spruch darauf, alle Menschen sind Ausländer fast überall. Haben sie sich engagiert gegen Rassismus? Das finde ich eigentlich noch bemerkenswert. Wir haben hier die CD 1 und 2. Jeweils auf der Innenkarte vorne ist eine Inlay-Card ist drin. Und da ist jeweils eine Trackliste drauf abgedruckt. Das ist, Konzept ist durchgezogen. Hier haben wir die Trackliste der CD 1. Beginnt mit Rockabilly Boogie 1956 und endet bei einer Live-Version von Oh Baby Baby von der Alan Freed Show, die 1982 das erste Mal erschien. Hier haben wir die CD im Tray, CD 2 im Tray. Dann haben wir auf der Rückseite der CD die Trackliste der CD2, beginnt mit Warm Love 1958 und endet mit You're Cheating on Me, Take 1 mit Overdub. Sowohl auf der CD1 wie auch auf CD2 sind je 32 Songs enthalten. Wir haben hier also nur schon mit dieser Doppel-CD 64 Songs, 64 Tracks. Hier haben wir CD 3 und 4. CD 3 beginnt mit Dreaming 1960 und endet mit You'll Learn to Cry. Hier die CD 4 im Tray. Dann die Rückseite der Compact Disc mit der Tracklist der CD 4. Hier beginnt es mit A Lover's Question aus dem Jahr 1961 und endet mit A Little Bitty Tear aus dem Jahr 1962. Auf der CD 3 sind 31 Songs enthalten, auf der CD 4 sind es 25. Cover der CD 5 und 6. Hier haben wir wieder Innenseite, Tracklist der CD 5. Beginnt mit The Poorest Boy in Town 1962 und endet mit Congratulations, You've Heard Me Again. CD, hier wieder die CD 5, 6 im Tray. Auf der Rückseite die Tracklist der CD 6, beginnt mit Walkin' Talkin' Doll 1964 und endet mit New Year Message. Hi, this is Johnny Burnett. You know, I always think of the New Year as a time for saying thank you. And I like to say just that. Thank you for a really good year. Now, a very, very happy new year, everybody. Und eine Neujahresnachricht von Johnny Burnett. Auf der CD 5 sind 32 Tracks enthalten, CD 6 beinhaltet 28 Songs. Hier haben wir CD 7 und 8. Tracklist der CD 1. Da beginnt es mit Come On Baby und endet mit That's the Way I Feel. Das sind dann eher, meinte ich, Demo-Aufnahmen, sehr interessantes Material, finde ich persönlich. Habe ich zum Teil noch nie gehört. Hier haben wir CD 8, Tray. Auf der CD 7 sind insgesamt 38 Tracks enthalten. Auf der CD 8, hier die Trackliste der CD 8 auf der Rückseite der CD, beginnt mit Poppin' Rosalie und endet mit Nightwalker, mit einem Instrumentalstück, sind 35 Tracks enthalten. Also es ist sehr umfangreich, wie ihr seht. So, und dann haben wir hier noch die CD 9. Das ist jetzt eine einzelne Einzel-CD. Hier auf der Rückseite ein schönes Foto von Johnny Burnett. Die CD im Tray mit dem Foto hinten hinterlegt. Auf der Rückseite die Trackliste. Es beginnt mit Crazy Legs und endet mit Hey Gang 2003, also das sind teilweise unveröffentlichte Material, das man da das erste Mal auf CD gepresst hat. Es sind 36 Tracks enthalten. Davon auch viele Aufnahmen und Demos von Dorsey Burnett. Hier haben wir noch das Buch.
sehr informativ, sehr umfangreich. Schauen wir uns an. Ja, klappen wir das mal auf. Hier beginnt es so. Schönes Bildmaterial. Vorwort bei Colin Escott. Hier ein Foto der Familie. Dossie Senior, Willie May und Dossie und Johnny Burnett. 1947 aufgenommen. Dann gibt es die Geschichte der Burnetts mit einem Foto von Johnny aus den Jugendjahren. Hier auch. Familienbilder, hier aus der Boxerzeit von Johnny und Dorsey, dann die Memphis Ramblers, Paul Burlesons erste Band gibt es ein Bild, dann aus den frühen 50er Jahren, Johnny mit Al Vescovo, hier ein Foto von Al Vescovo aus 1951. Sieht hier, das ist sehr schön gemacht. Ich bin auf Johnny Burnett gestoßen über meinen Bruder, muss ich sagen. Also, das ist auch witzig. Hier ein Foto von Johnny Burnett mit dem jungen Rocky. Und dieser hatte dazumals eine gelbe Platte, Teradap meinte ich, hat die geheißen, Solid Smoke Album von Johnny Burnett vom Rockabilly Trio. Und da über diese bin ich auf Johnny Burnett gestoßen, habe mir dann auch eine LP gekauft, 20 Rock'n'Roll Hits, wo dann aber allerdings mehr so die seichteren Geschichten, Dreamin', You're 16, Cincinnati Fireball, Little Boy Sam, Moody River und Clown Shoes und so drauf waren, war dann nicht mehr so der Burner. Hier haben wir noch eine Seite über die Reise nach New York und eine Postkarte, die sie nach Hause geschickt haben aus dieser Zeit. Die Versuche Fuß zu fassen, Foto aus New York, aus dieser Zeit aus New York. Rockabilly Boogie gibt es hier, schöne Doppelseite, schöne Fotos des Rock'n'Roll Trios. Zum Teil bekannt, zum Teil weniger bekannt, über den Film Rock, Rock, Rock Material. Was wir hier sehen, das ist relativ umfangreich hier. Dann haben wir einen Presseauszug aus jener Zeit. Dann gibt es von Henry Jerome, dem ersten Manager, einen Brief und ein Foto. Dann gibt es Fotos von mit Johnny Burnett, mit Freunden. Hier haben wir Gene Vincent. Dann frühe Promo-Fotos mit Johnny. Dann ja, Liner Notes über die Probleme, die es denn gab mit den Schlägereien. Schönes Bildmaterial von Live-Auftritten. Schön gemacht. Großformatige Bilder. Sehr ausführlich. Der Wechsel zu Liberty Records. Hier der Produzent Snuff Garrett. Bei Liberty, hier vor Liberty Records, dieses Bild. Krankenhausaufenthalt. Die britische Tour mit Gary U.S. Bonds und Gene McDaniels. Wie sie dann stattgefunden hat. Ja, Fotos aus dieser Zeit. Dusty Springfield, englische Stars, London. Publicity-Fotos aus London. So schön gemacht, stimmige Sache. Santa Clarita Riding Staples mit Snuff Garrett's Sekretärin Brenda Cohen und dem Songwriter Barry DeVossen, der ja auch für Johnny Burnett einige Titel beigesteuert hat. Das ist schönes Bildmaterial, Großformat in dieser Range. Hier auch. Und dann über die Zeit mit Jimmy Bowen. Man sieht, das sieht ja relativ ausführlich. Dann mit Margie Regan at the Fair East Terrace. Ich weiß nicht, was es damit auf sich genau hat, aber es gibt ja schönes Fotomaterial. Jawohl. So sieht das aus. Dann gibt es ein Kapitel über Capitol und was danach kam. Und dann hier den Zeitungsbericht über das
Versterben von Johnny Burnett. Dann noch späte Promotion-Fotos. Colin Escott geschrieben 2002. Dann gibt es eine Diskografie, wo hier, hier sieht man schön ein Cover von Rock'n'Roll Trio. Und wenn wir hier rüber gehen, hier sehen wir jeweils die Daten, wer mitgespielt hat, welche Songs das aufgenommen wurden und wo die released wurden das erste Mal. Geht das hier so durch, das ist sehr umfangreich und schön gemacht. Hier haben wir Bilder der Johnny Burnett Solo-Alben. Werbesheets für seine Songs. Sogenannte International Releases, Kanada, Australien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Japan, Neuseeland, Spanien, Niederlande, United Kingdom. Und da gibt es ein Kapitel über die Demo-Recordings und hier hat es eine Liste. Es hat hier aus verschiedenen Daten 110 Demo-Aufnahmen sind hier gelistet, wenn man das so anschaut. Da gibt es anscheinend auch noch Interview-Aufnahmen, sind ja auch noch gelistet. Da heißt diese New Year Message. Das stammt aus dem Jahr 1961, sehen wir jetzt hier. Dann gibt es hier schöne Fotos mit Dossi und Johnny zusammen im Fotostudio. PR-Fotos in Farbe. Weitere PR-Fotos von Johnny Burnett. I left my gal sad and lonely, left her standing in the rain. I went down. Das hier ist Thurley Burnett. Das ist die Frau von, oder die Witwe, wie man so will, von Johnny Burnett. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr dieses Foto stammt. Landed in a gambling town. I got my. Da gibt es hier eine Seite mit einem Autogramm von Elvis. Der hat ihm offenbar hier, man sieht es hier, einen Brief geschrieben mit George Klein Couvert und zu Weihnachten offenbar. Dann hat sich Johnny Burnett hatte offenbar auch Kontakt nach dem Versterben von Eddie Cochran mit dessen Freundin Sharon Sheely, gibt es hier Bildmaterial. Und dann haben wir hier nochmal eine Übersicht über die neuen CDs und deren Tracks. Hier noch ein schönes Foto von Johnny während der Studioarbeit. Hier gibt es weitere Releases. Es gibt, wer sich nur für die Rockabilly-Aufnahmen interessiert, dann kann ich diese CD hier empfehlen. Johnny Burnett Rockabilly Boogie. Das sind eigentlich die Anfangsaufnahmen drauf. Von Dorsey Burnett gibt es hier Great Shakin' Fever. Dort ist auch sein Hit enthalten. Weitere Bear Family Produkte werden hier angepriesen. Dann haben wir hier noch die Credits und eine Notiz über die Soundqualität. Ein letztes schönes Bild, die Innenseite und die Rückseite. Johnny Burnett ist vor beinahe 60 Jahren verstorben. Er hätte wohl nie geglaubt, dass er weder für seine Handvoll Hits in den frühen 60er Jahren noch für die Songs, die er für Ricky Nelson komponiert hat, zur Legende wird. Nein, es waren seine Aufnahmen mit dem Rock'n'Roll Trio, mit seinem Bruder Dorsey Burnett und Paul Burleson, die ihn, seinen Bruder und Paul Burleson unsterblich werden ließen. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat euch den Sänger Johnny Burnett etwas näher gebracht. Es freut mich, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir doch ein Like und folgt meinem Channel. Und wir sehen uns wieder demnächst auf diesem Kanal bei mir, DJ Fantastic, mit einem erneuten Video über alte Musik, gute Musik, scharfe Musik. Bleibt gesund. Schaut euch gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. If you think you love her and she don't love you, you better find a love that's fair and always will be true. Turn around.
keep on going. Last night she said she loved you. Tonight she's a holding hands, dancing, having lots of fun with another man. Turn around, don't look back, just keep on going. I know you think you love her, I know you're lonesome too, but you don't know what lonesome is till she walks on you. Find a girl that loves you and she will understand. You've been in love once before, you're a lonesome man. Oh, please forget the past and go find somebody new. Then she'll know she's all alone when she don't have you. Turn around, don't look back, just keep on a-going.